Das ist ein Ofenzirkus, jetzt hätte ich bald den Auftritt übersehen. Ich habe nämlich gerade noch müssen die Ofen füttern von meinem Zirkus. Also gestatten, dass ich mir vorstelle, mein Name ist Reini Oberschenkel. Ich bin der Zirkusdirektor vom St. Andrea Fasching, das ist im Lofental unten, ja. Und ich bin der Großcousin von meinem Großcousin vom Louis Knie. Deswegen heißt er Oberschenkel, ja. Also, ja, okay, also ich meine, aber ich sag's euch. Das ist ein offenes Zirkus, das ist nicht normal. Jetzt habe ich gerade die Ofen geführt da draußen. Bei uns darf nur der Direktor die Ofen füttern, sonst niemand. Also ihr dürft das nicht, gell? Im Gegensatz zum Parlament. Da gibt es 183, aber dort ist das Anfüttern erlaubt. Ja, ich meine, also das ist schon ein offenes Zirkus, gell? Müsst ihr euch vorstellen? Wie jetzt die Ofen führt, kommt auf einmal, klopft mir einer hinten auf die Schulter, drehe mich um, ist der Ofen mit der längsten Krampel, hat er von außen, von Gitter aus, an mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, komm mal her. Bin ich zu wie zu ihm. Gesagt, was ist denn? Hat er gesagt, wie bist denn du ausgekommen? Ey Mann, also das muss ich sagen. Also das ist schon ein Ofenzirkus, gell? Aber sei wie sei, Kuh hin, bleib's hei. Na, jedenfalls, gnädige Frau, ich meine, es ist ein schöner Zug, Sie sind zwar sehr fesch, gell, aber trotzdem, das, was Sie mit mir jetzt in der Kantine gemacht hat, das tut man nicht. Ich habe zu Ihnen gesagt, darf ich Sie auf einen Kaffee einladen? Haben Sie gesagt, nein, mir war lieber, wenn es mir das Gold gab. Ich sage euch, das ist ein offener Zirkus, muss ich schon sagen, aber sei wie sei, Kur hin, bleib's hei. Na, jedenfalls müsst ihr euch vorstellen, der Kumpel von mir, Siege heißt er, mehr sage ich nicht. Jedenfalls, der ist ein bisschen zerrt und der ist nie daheim. Also, der ist wirklich nie daheim. Ruft ihm die Frau einmal an und sagt am Handy, wo bist du denn schon wieder? Sag er, du Schatzi, ja, ich weiß, ich bin schon wieder unterwegs. Sag, weißt du, wie wir in Wolfsberg waren damals, weißt du, dieses Schmuckgeschäft, wo dieser blaue Smaragdring drinnen war, wo ich gesagt habe, du wirst den einmal an den Händen tragen. Dann hat sie gesagt, ah, du bist. Da hat er gesagt, du nicht, aber gegenüber in den Gasthaus und jetzt aufgekreuzt 5 die 8. Ich meine. Das ist schon ein offener Zirkus, gell? Na, jedenfalls, also ich bin Zirkusdirektor und wir sind halt immer unterwegs in der Welt, hauptsächlich halt in Deutschland und auch in Österreich natürlich. Und da waren wir voriges Jahr waren wir in Berlin draußen. Und ich muss euch sagen, die Deutschen sind ja alle recht lieb, gell? Erstens einmal seine Sprache, sie wollen jetzt seine Sprache, seine Worte uns aufoktroyieren. Das interessiert mich nicht. Die sagen draußen Pfifferlinge, ich sag Eierschwammerl. Die sagen draußen Pfannkuchen, ich sag Omeletten. Die sagen draußen Mammographie, ich sag Titlernröntgen. Ich mein, na echt wahr, das. Na wirklich wahr, also. Das ist ein Affenzirkus, aber sei wie sei, Kuh hin, bleib's hei. Naja. Ja, jedenfalls, wir sind nachher natürlich auch in Wien, sind wir heuer, also vorher schon viel gewesen, fast ein halbes Jahr draußen gewesen und am ersten Tag, wie wir angekommen sind, gibt es immer am Abend beim Bürgermeister von Wien, beim Michael Häuptling, da gibt es dann immer einen Empfang und ich bin dann mit dem Taxi zu diesem Empfang hingefahren und da fahren wir mit dem Taxi dahin und auf einmal fährt vor uns ein Maschinenfahrer und jedes Mal, wenn die Ampel rot ist, bleibt er stehen, lässt die Vier so auf der Pedalen und fällt um. 5-mal hintereinander kletzt um, jetzt mal steht er wieder auf, hebt die Maschine auf, wartet bis grün ist und fährt weiter. Nur am 5. Mal ist mir zu deppert geworden, sage ich, entschuldigen Sie vielmals, aber warum fliegen Sie denn jetzt mal mit der Maschine um? Dann hat er gesagt, ja, meine Frau hat sich scheiden lassen, sie hat den Beiwagen von meiner Maschine zugesprochen gekriegt, jetzt habe ich ihn runtergeschrauft und du vergisst das immer. Ich meine, also das ist schon ein Ofenzirkus, muss ich sagen. Also. Aber sei wie sei, Kur hin, bleib sei. Dann sind wir nach St. André ins Lofental gefahren. Gell? Und wir hätten eigentlich in St. André abfahren, aber die Abfahrt ist so steil. Jetzt haben wir gesagt, fahren wir Wolfsberg Süd ab. Da haben wir vergessen, dass dort der 50er ist, der was du abfährst. Ja, mit alle 16 Autos ins Radar gezogen. Und jetzt hat sie aufgefahren, zum Gericht aufgefahren, die Schulden zahlen 1600 Euro. Aufgefahren, hat er gesagt, müssen Sie aber nicht warten, weil es sollen noch mehr Leute da erinnern, ja, bis dann kommen. Ich war drinnen, auf einmal höre ich den Richter drinnen. Warum sind Sie hier? Dann hat er gesagt, ich habe den Stein ins Wasser geworfen. Dann hat er gesagt, das ist kein Vergehen, Freispruch. Zweite einer gekommen und hat gesagt, was haben Sie gemacht? Dann hat er gesagt, ich habe dem ersten geholfen, den Stein ins Wasser zu werfen. Dann hat er gesagt, das ist kein Vergehen, Freispruch, gehen Sie heim. Der dritte einer gekommen und hat gesagt, was haben Sie gemacht? Dann hat er gesagt, ich heiße Albert Stein. Ich meine, das ist schon so.
Ein Affenzirkus, ich sag's euch. Was das aber sei wie er sei, Kuhhin, bleib's hei. Ja, jedenfalls, und dann bin ich mit dem Auto Ostern runtergefahren, weil die anderen sind ja schon nach St. André vorgefahren, da war die gezahlt und die Zelte aufbauen, gell. Fahr mit dem Autobus von Wolfsberg nach St. André, Autobus angefüllt gewesen, total voll. Auf einmal bei der ersten Station nach St. André steigt eine schwangere Dame ein und alles voll. Keiner muss dergleichen getan zum Aufstehen. Ein kleiner Bub, 6, 7 Jahre, Anfang Volksschule, steht auf und sagt, gnädige Frau, darf ich Ihnen den Platz anbieten? Und sie hat gesagt, danke vielmals, du bist ein richtiger Gentleman. Und dann ist er weiter, ja, sie ist niedergesessen und dann geht der Bub in die Schule, fragt die Lehrerin genau auf den Tag im Buben oder halt in der Klasse drinnen, wer von euch weiß, was ist ein Gentleman? Der Bub aufgezeigt, ich weiß, was ein Gentleman ist. Jetzt gesagt, ja, was ist denn das? Der hat gesagt, das ist ein Mann, der eine schwangere Frau sitzen lässt.